Herzlich willkommen bei TV Regional. Ich begrüße Sie heute hier in Ansfelden aus dem Anton Bruckner Zentrum. An meiner Seite steht der neue Bürgermeister von Ansfelden. Ein herzliches Grüß Gott, Christian Patol. Hallo, servus. Christian, wie fühlt sich diese neue Berufsbezeichnung Bürgermeister an? Ja, ist natürlich für mich auch was Neues und was ganz Besonderes. Wobei ich natürlich eins sagen muss, der Mensch dahinter, der ändert sich ja nicht. Der bleibt ja der gleiche und der Christian Patol wird der gleiche bleiben wie vorher. Bin natürlich immer noch hin und weg von dem wirklich großartigen Ergebnis, das ich da erreicht habe, von der Unterstützung der Ansfeldnerinnen und von den Ansfeldner und natürlich auch von dem Vertrauensvorschuss, der mir entgegengebracht wurde. Ist natürlich, und das weiß ich auch ganz genau, ein ganz großes Amt, ein Amt mit einer großen Verantwortung, aber werde natürlich, wie auch in den letzten Jahren, mein Bestes geben, dass ich für die Ansfeldnerinnen und für die Ansfeldner auch in den nächsten Jahren, dass wir da gemeinsam auch mit den anderen Fraktionen im Gemeinderat, denen natürlich alle die Hand reiche, etwas für unsere Heimat, für unsere Ansfelden weiterbringen. Ich bitte nun um kurze, spontane Antworten für den Word-Rap. Ansfelden ist für mich. Ist für mich Heimat, wo ich seit vielen Jahren mit meiner Familie lebe und auch viele Jahre noch leben möchte. Als Kind wollte ich. Da wollte ich Sportler werden, Fußballer oder Skifahrer. Mit ihr oder mit ihm möchte ich einmal zu Abend essen. Da gibt es viele Menschen und viele liebe Menschen, besonders hier bei uns in Ansfelden, mit denen ich gerne mal Abendessen möchte und vielleicht auch werde. Mein Lebensmotto ist? Durchs Reden, da kommen die Leute zusammen. Mein Lieblingsplatzerl in Ansfelden ist? Ja, mein Lieblingsplatzerl ist oben, was wir hinter uns gerade sehen, im Bereich des Ansfeldener Senderturms. Da oben in den Wäldern, beziehungsweise in diesem Bereich, da bin ich wirklich sehr, sehr gerne und das gibt mir viel Kraft. Mein schönstes Erlebnis war? Meine schönsten Erlebnisse waren zweifelsohne die Geburten meiner Kinder. Das steht für mich bei Weitem über allem. Meine größte Stärke ist? Ich glaube, ich bin einfühlsam und ich kann mich in die Menschen hereinversetzen und ich glaube, ich helfe gern. Natürlich auch die Frage, meine größte Schwäche ist? Vor dem Bett gehen, den Kühlschrank aufzumachen und auch hineinzugreifen. Mein größter Moment war? Ich denke, ich habe in meinem Leben sicher den einen oder anderen großen Moment gehabt, natürlich auch die Angelobung als Bürgermeister. Muss aber trotzdem die großen Momente immer mit meinen Kindern und mit meiner Familie in Verbindung bringen. Als erstes nach dem Aufstehen. Ich kriege immer geschimpft, der erste Blick ist eigentlich immer aufs Handy und ja, die zweite Sache ist das Einschalten der Kaffeemaschine. Damit habe ich mir mein erstes Taschengeld verdient. Ich glaube, es war Rasenmähen. Ich habe immer zu Hause viel Rasen gemäht und da hat mir der Opa immer ein bisschen Geld dafür gegeben. Vom ersten Lohn habe ich mir gekauft. Ja, das ist sehr, sehr lange her, aber nachdem es damals Moped-Zeiten war, bin ich mir fast sicher, mir was fürs Moped gekauft. Als Bürgermeister werde ich? Werde ich ein Bürgermeister, beziehungsweise werde ich ein Mensch sein, der versucht, für alle Ansfeldnerinnen und Ansfeldner gleichermaßen, um in vollem Einsatz da zu sein. Liebster Durstlöscher ist? Das ist im Sommer eindeutig der Radler und sonst trinke ich gerne Mineralwasser. Die Menschen in Ansfelden sind? Das sind für mich liebevolle Leute, mit denen ich auch gerne meine Zeit verbringe. Zu Hause ist für mich? Zu Hause ist für mich Ansfelden. Zu Hause ist für mich, wo meine Familie ist und zu Hause ist, wo sich mein Herz wohlfühlt und das ist genau da. Eine Beschreibung für mich in einem Wort. Das möchte ich grundsätzlich anderen überlassen, aber ich glaube, die Bürgernähe wird mir zugesprochen.
Das will ich einmal erleben. Ich möchte natürlich das Aufwachsen meiner Kinder erleben, vielleicht einmal Enkel. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass alle Kinder und alle Enkelkinder hier in Ansfelden, aber sonst in einer gewissen Sicherheit und in einer gewissen Geborgenheit aufwachsen können und sagen, ja, wir leben gerne hier und es ist schön hier. Wenn ich einen Wunsch frei hätte. Gesundheit geht über alles. So, Christian, wir sind jetzt hier im Stadtamt Ansfelden, deinem Arbeitsplatz. Wie bist du eigentlich in die Politik gekommen? Warum engagierst du dich da? Ja, ich bin im Jahr 2003 das erste Mal auf einer Liste als Kandidat für die Gemeinderatswahl gestanden, war dann ab dem Jahr 2009 im Ansfeldener Gemeinderat, habe dann im Jahr 2011 das Wohnungsressort übernommen, war schon mal einer meiner großen Träume und hat mir viele Jahre Spaß gemacht, weil einfach im Wohnungsbereich ja, man Leuten auch direkt helfen hat können und sehr viel Kontakt mit den Menschen damals gehabt. Das war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit, eine bereichernde Zeit für mich. Und bin im Jahr 2015 zum Vizebürgermeister der Stadtgemeinde Ansfelden gewählt worden, habe dann ein weiteres Lieblingsressort von mir besetzt. Das war Sport, Jugend und Schulangelegenheiten. Als ja, liebender Sportler, aber natürlich auch als Familienvater war das für mich viele Jahre, das heißt die letzten 6 Jahre, eine tolle Aufgabe. Ich war, wie gesagt, sehr gerne bei den Vereinen, bin auch gerne unter den Leuten und ja, hat mich glücklich gemacht, hat mir eine Motivation gegeben und ich denke mal, mir geht es wie vielen anderen, die sich in der Politik engagieren. Man hat einfach einen ganz, ganz, ganz großen Drang, seine Heimat zu gestalten, die Heimat nach vorne zu bringen, eigene Ideen einzubringen und ja, man glaubt natürlich auch, man kann das eine oder andere besser und habe über die vielen Jahre jedoch immer wieder gesehen und gelernt, es geht nur miteinander. Es geht nicht um das Ich, es geht um das Wir. Es geht in der ganzen Gesellschaft um das Wir und ich glaube, gerade die jetzige Zeit ist auch in der Politik eine sehr schwierige. Die Corona-Zeit ist einfach wo immer eine Zeit, wo es sehr viele Notlösungen gebraucht hat, wo man mit dem Gestalten eher nicht so arbeiten hat können, wie man das gerne will. Aber ich bin immer ein Mensch des Wir und das werde ich immer bleiben. Und so möchte ich mir das auch in den nächsten Jahren bzw. in nächster Zeit so beibehalten. Was zeichnet Ansfelden für dich aus? Ja, Ansfelden ist meine Heimat, ist die Stadt, in der ich mit meiner Familie seit sehr, sehr vielen Jahren wohne. Ansfelden ist für mich Zentralraum. Also man hat in 5 Minuten in Ansfelden alles besorgt. Alle Besorgungen sind bei uns in 5 Minuten erreicht. Wir sind hier wirklich sehr zentral, haben einen städtischen Charakter. Aber was mir in Ansfelden so gefällt, dass man auch in sehr, sehr wenigen Minuten im Grünen ist, in der Natur ist und gerade unsere Natur im Bereich der Traunauen, der Kremsauen, aber auch ja, in Ansfelden ist meines Erachtens wirklich noch intakt und das zeichnet uns aus, dass wir sowohl Zentralraum sind, als auch direkt in der Natur. Du hast ja ganz tiefe Wurzeln in Ansfelden. Ja, selbstverständlich. Also mein Großvater hat schon eine eigene Tischlerei in Ansfelden gehabt über viele, viele Jahrzehnte und ja, ich kann sagen, seit meiner Geburt oder seit meinen frühesten Jahren bin ich mit den Ansfeldener Vereinen immer in Verbindung, bin selber bei einigen Vereinen Mitglied oder auch im Vorstand tätig, habe die letzten 30 Jahre bei einem Ansfeldener Traditionsbetrieb gearbeitet und ich denke mir, ja, so stark wie meine Wurzeln in Ansfelden über die Familie, über die Arbeit auch waren und natürlich über unser Vereinswesen, ich denke mal, da gehört man zur Gemeinde schon dazu. Da ist man wirklich tief, tief, tief verwurzelt. Und das bin ich auch. Was sind deine Herzensthemen? Wo möchtest du in den nächsten 6 Jahren die Schwerpunkte hinlegen? Ja, als Familienvater sind mir natürlich die Familien
ganz besonders wichtig. Die Bildung, Bildung geht über alles. Da muss man natürlich auch schauen, dass man die Bildungseinrichtungen, die wir in der Stadtgemeinde haben, in den nächsten Jahren wirklich auf einen Top-Zustand bringen. Da sind wir schon auf einem wirklich guten Weg auch. Wir haben zuletzt die Antenbruckner Mittelschule komplett generalsaniert. Das ist wirklich eine Vorzeigeschule. Das waren über 5 Millionen Euro, was da die Stadtgemeinde investiert hat. Es geht aber auch um Kindergärten, es geht um Klappelstuben. Ich denke mal, dass gerade in diesem Bereich jeder Euro, der investiert ist, doppelt und dreifach zurückkommt. Die Ansfelder Bevölkerung ist natürlich über sehr viele Jahre durch den Zentralraum und durch unsere Lage entlang der Autobahn verkehrstechnisch sehr belastet. Also ich sehe das natürlich als sehr großes Problem bei uns. Da geht es natürlich jetzt wirklich auch um eine Umsetzung der B139 neu, des Autobahnknotens Heid-Traun und natürlich auch um andere Projekte wie zum Beispiel die Autobahnauffahrt Ansfelden Süd. Im Ortsteil Ansfelden, wo wir alle ganz genau wissen, wir müssen hier etwas machen, es geht nicht mehr ohne. Wir brauchen natürlich auch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, ist natürlich die Regiotram bei uns auch ein sehr großes Thema. Also da wird in den nächsten Jahren sehr viel auf Ansfelden oder wahrscheinlich auch auf mich zukommen. Wir wollen es aber wirklich angehen. Und zu guter Letzt ist immer eines wichtig. Man kann Projekte bauen, man kann sehr, sehr, sehr viele Projekte machen. Das ist alles möglich. Aber ich denke mal, richtig gemacht hat man es dann, wenn der Bürgerin oder der Bürger sagt, ich lebe gerne hier, es ist hier nicht alles perfekt, ja, aber ich bin gerne in Ansfelden und würde auch weiter wohnen. Ich glaube, die Wohnqualität und das Miteinander und die Gesellschaft selber steht eigentlich über jedem Bauprojekt. Die Ansfelder sollen sich wohlfühlen, hier zu leben. Und ich glaube, da braucht es ein ganz, ganz, ganz großes Paket, was man hier schnüren muss. Da lade ich auch den gesamten Gemeinderat und alle hier dazu ein, mitzuarbeiten. Ich möchte natürlich auch die direkte Demokratie, das heißt die Bevölkerung in größere Projekte viel mehr einbeziehen, weil ich denke mir, in der Bevölkerung gibt es so viele Ideen, so viele Vorschläge und ich glaube, das ist eine enorme Bereicherung für uns, wenn man hier die Bürgerinnen und Bürger noch mehr in diese Arbeit einbezieht und das ist auch ein großer Wunsch für mich in den nächsten Jahren. Wie gehst du die ersten 100 Tage im Bürgermeisteramt an? Ja, die ersten 100 Tage sind ja nicht einmal eine lange Zeit. Es hört sich länger an, als wie es ist. Braucht natürlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, eine gewisse Zeit, hier alle Abläufe, die ganze Arbeit kennenzulernen. Ich mache jetzt im Endeffekt jeden Tag schon Dienststellenbesuche. Mir ist es auch ganz, ganz wichtig, hier mit den Mitarbeiterinnen und mit den Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen, angefangen vom Amt, über die Kindergärten, über die Schulen, über den Bau und verschiedenste andere Einrichtungen. Man kennt mich zwar schon sehr, sehr viele Jahre, aber mir ist, wie gesagt, der Kontakt und der direkte Kontakt zu den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ganz besonders wichtig. Die Mitarbeiter machen hier im Endeffekt eine tolle und ausgezeichnete Arbeit und ich denke mal, das ist für das Erste das Allerwichtigste. Es stehen natürlich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen ganz wichtige Projekte an. Es gilt das Budget 2022 unter wirklich schwierigen Umständen, unter schwierigen Corona-Umständen zu schnüren. Wir wissen alle, ja, mit den Budgets, auch der Gemeinde, schaut es leider Gottes nicht immer sonderlich rosig aus. Werden wir aber schaffen, wie wir so vieles schon in den letzten Jahren geschafft haben. Und wie gesagt, mir ist auch der Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern sehr wichtig. Ich bin einer, ich gehe wirklich gern aus und würde mir sehr viel bedeuten. Es ist ja natürlich jetzt als Start in die Bürgermeisterzeit, die jetzige Zeit, eine wirklich sehr, sehr schwierige. Und ja, aber wie gesagt, wir werden das gemeinsam schaffen, wie wir so viele schon geschafft haben. Wie lässt sich in Zeiten von Corona, jetzt doch gerade vor Weihnachten, wo ja eigentlich Weihnachtsfeiern, Weihnachtsmärkte ja an der Tagesordnung wären, wie lässt sich der Bürgernähe leben? Ja, Bürgernähe lässt sich natürlich leben, indem man einfach bei den Leuten ist, auch auf der Straße, auch in dem einen oder anderen Lokal wieder mal sich anschauen lässt.
ohne Weihnachtsmärkte, ohne verschiedene Veranstaltungen ist es natürlich leider viel, viel schwieriger. Aber ich denke mir trotzdem, führe momentan gerade auf der Straße sehr viele positive Gespräche mit den Leuten. Und ich denke mir, das ist das Um und Auf. Man muss bei den Leuten sein und ich würde es auch. Und das ist mein Um und Auf und das tue ich wirklich gern. Der Tag eines Bürgermeisters ist lang und voll mit Terminen. Woraus schöpfst du die Kraft dafür? Ja, ich habe in den letzten Jahren auch einen vollen Terminkalender gehabt und habe eigentlich meine Kraft immer aus meiner Familie geschöpft. Also wie gesagt, die Familie ist für mich, und das sage ich ganz, ganz ehrlich, was ganz, ganz Besonderes. Und ich bin natürlich auch ein Mensch, der sehr gerne in der Natur ist, sowohl gerne in der Anzfelden Natur ist, als auch, wie gesagt, ich verbringe sehr viel Zeit auch in den Bergen mit Wandern, mit Skifahren und verbinde das natürlich auch immer sehr gerne mit dem Vereinswesen. Arbeite da sehr gern mit der Jugend und mit Kindern. Und das sind Sachen, die geben mir einfach was. Also wenn ich sehe, dass man der Jugend oder den Kindern was weitergeben kann. Und das sind Erfolgserlebnisse, wo ich selber auch meine Kraft schöpfe und hoffentlich auch in Zukunft schöpfen kann. Lieber Christian, herzlichen Dank für das Gespräch heute. Sehr gerne. Ich verabschiede mich auch damit von Ihnen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Und ja, möchtest du noch ein paar abschließende Worte an die Ansfeldnerinnen und Ansfeldner richten? Einen Gruß. Ja, natürlich, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Ansfeldnerinnen, liebe Ansfeldner, möchte mich bei Ihnen nochmal wirklich ganz herzlich für das entgegengebrachte riesengroße Vertrauen bedanken. Ich werde Ihnen auch versprechen, mein Bestes für unsere Stadtgemeinde zu geben. Und ich denke mal, wenn wir auch zusammenhelfen, zusammenarbeiten, dann werden wir unsere Stadt auch in den nächsten Jahren positiv weiterentwickeln. Dankeschön.